Genau, wir sind dagegen. Morgen ab 19 Uhr soll der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hier im Bundestag hier in dem Paul-Löbe-Haus darüber abstimmen, über den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Darin ist auch der 16. und 17. Bauabschnitt der 100 von Berlin-Neukölln über Treptow und Frankfurt Allee bis zur Stockholmer Straße enthalten. Wie findet ihr das? Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Laut Koalitionsverhandlungen, Vereinbarung zwischen der Berliner SPD, Linke und Grünen vom 17.11. werden die Planungsvorbereitungen bzw. Planung für den 17. Bauschritt abgelehnt. Auch die Linke ist stolz darauf und kommentiert den Vertrag folgendermaßen. Der 17. Bauschritt der 100 wird nicht begonnen, nicht in der Planung, nicht im Bau. Das hört sich zwar positiv an, aber die Erfahrung aus der damaligen rot-roten Koalition zeigten, dass ein Baustopp nicht genügt, denn mittlerweile ist der 16. Bauabschnitt bis Treptow in Bau. Wie findet ihr das? Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Wir hoffen, dass wir es schaffen, dass die Autobahn nicht bis zur Stockholmer Straße weitergebaut wird. Also, es ist ein Umweg mitten durch die Stadt. Quer durch dicht besiedelte, historisch gewachsene Wohngebiete sollen die Autobahnen gebaut werden. Ohne Rücksicht auf die Anwohner. Autobahnen trennen Wohngebiete, statt sie zu verbinden. Autobahnen schaffen soziale Konflikte. Das hat nichts mit nachhaltiger Stadtentwicklung zu tun und wird eine schwere Last für die nachfolgenden Generationen werden. Das ist unverantwortlich und städtebaulich eine Katastrophe. Wie findet ihr das? Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Es wird immer gesagt, dass nur unmittelbar Betroffene die Autobahn nicht wollen. Das stimmt aber nicht. Mittelbar sind sehr, sehr viele Bürger, Berliner betroffen. Siehe Treptower Park, Kreuzung Frankfurter Allee, Stadtpark Lichtenberg, die Parkaue. Die Aufenthaltsqualität am Treptower Park, am U-Bahn-S-Bahn-Standort Frankfurter Allee mit den Umsteigemöglichkeiten öffentlichen Nahverkehr und den Einkaufsmöglichkeiten sowie an der Parkaue wird in erheblichem Maße leiden. Es wird unwirtlich werden, dunkel, laut und schmutzig. Es besteht die reale Gefahr, dass die Gegend verschlammt. Wie findet ihr das? Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Im Zuge des 16. Bauabschnitts mussten leider bereits Kleingärten und Wohnhäuser weichen. Das würde sich mit dem 17. Bauabschnitt fortsetzen. Anfragen an das Abgeordnetenhaus, ob im Zuge des 17. Häuser abgerissen werden müssen, wurde nicht beantwortet. Das traut sich zurzeit keiner, eine verbindliche Aussage zu treffen. Das ist auch kein Wunder, da im Moment noch alles unklar und verschwommen ist. Frei nach dem Motto, wir fangen einfach mal an zu bauen, auch wenn wir nicht wissen, wie, ob es überhaupt einen Nutzen bringt, was es kosten wird und wie es dann an der Stockholmer Straße weitergehen soll. Aber es werden Häuser weichen müssen, wenn die Autobahn in Höhe Wartenbergstraße in Richtung Wilhelm-Gundorf-Straße abbiegt. Wie findet ihr das? Hopp, hopp, hopp! 100 Stopp! Schon jetzt ist bekannt, dass die Storchower Straße die Verkehrsströme nicht aufnehmen kann, selbst wenn sie vierspurig ausgebaut werden. Und dahinter, Richtung Schönhauser Allee, wird es auch nicht besser werden. Nach neuesten Aussagen sollen es nun schon 111.000 Autos pro Tag sein. Die Bugwelle wird immer größer. Es ist ein fataler Fehler zu glauben, dass mehr Straße die Probleme löst. Das Gegenteil wird der Fall sein. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Der geschlossene Doppelstocktunnel ab Ostkreuz wird aus Sicherheitsgründen für Dauerstau sorgen. Die Strecke vom Treptower Park bis zur Stockholmer Straße wird eine einzige Staustrecke werden. Bereits jetzt müssen aufgrund der Verkehrsdichte auf der 100 häufig Tunnel geschlossen werden. Und nahezu täglich gibt es Staus.
Mit dem Weiterbau wird dieses Problem verschärft, da durch die Verlängerung mehr Verkehr auf die bestehende 100 geleitet wird. Es ist doch schon heute so, dass die A100 täglich kalorbiert. Der 16. Bauabschnitt wird die Probleme nur verschärfen und nicht lösen. Mehr Straße zieht mehr Verkehr an. Es werden noch mehr Autos unterwegs sein. Die Feinstaubbelastung und alle anderen Emissionen werden noch mehr zunehmen. Bereits jetzt ist die Frankfurter Allee eine der drei am stärksten belasteten Straßen in Berlin. Jahr für Jahr werden die Grenzwerte für Feinstaub, für PFC, nicht eingehalten. Die Lärmbelästigung wird in erheblichem Maße zunehmen. Schon jetzt ist die Frankfurter Allee laut Lärmkarte im roten Bereich. Wie findet ihr das? Hopp, 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 100 Stopp! Vernichtet Natur und Landschaft. Für die Trasse werden riesige Flächen benötigt. Teilweise sind diese bereits versiegelt, teilweise nicht. Der Grünzug Frankfurter Allee Süd mit dem Fahrradweg, gefördert von der EU, ist so eine geschützte Grünfläche, die der Autobahn weichen soll. Alle Bäume werden verschwinden und die Fläche wird versiegelt. Das, was einmal verbunden werden sollte und auch gut gelungen ist mit diesem Grünzug Frankfurter Allee Süd, wird wieder zunichte gemacht. Wie findet ihr das? Hopp, 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 100 Stopp! Ich hatte vorhin erzählt, dass die rot-rot-grüne Koalition die Planung ja beenden möchte oder nicht weiterführen möchte. Das von Alexander Dobrindt, CSU, geführte Bundesverkehrsministerium kommentiert diese Koalitionsvereinbarung folgendermaßen. Es wird die angekündigte Arbeitsverweigerung dieser Koalition auf keinen Fall dulden. Und jetzt die Begründung. Der nachgewiesene Nutzung der Autobahnverlängerung stelle sich nur dann ein, wenn beide Abschnitte gebaut werden. Sie gehören zusammen. Der 16. Bauabschnitt zwischen Neukölln und Treptow, der gerade gebaut wird, und der 17. Bauabschnitt, der zur Frankfurter Allee und zur Storkower Straße verlaufen soll. Beide Teilstücke bilden ein 7 Kilometer langes Gesamtprojekt, hieß es. So, die 100 steht im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 und im neuen Bedarfsplan für die Bundesfernstraße. Der Bundestag habe den vordringlichen Bedarf bestätigt, heißt es weiter. Damit besteht ein gesetzlicher Auftrag, an den das Land gebunden ist. So, und wie hat man damals den 16. Bauabschnitt begründet? Auf der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt steht auf der Webseite heute immer noch. Der Geldgeber Bundesregierung fordert zu Recht, dass ein jeder Bauabschnitt eines Gesamtprojektes eine eigenständige verkehrsfunktion haben muss, um auch dann sinnvoll zu sein, falls der Folgeabschnitt nicht realisiert wird. Diese Anforderung erfüllt der 16. Bauabschnitt ohne jede Einschränkung. Mit einem ermittelten Nutzen-Kosten-Faktor von 3,6 liegt der gesamtwirtschaftliche Nutzen für den 16. Bauabschnitt mehr als dreifach über den zu erwartenden Kosten. Der 16. Bauabschnitt wird so an das bestehende Straßennetz angebunden, dass die Funktionsfähigkeit der Straße auch ohne den späteren Weiterbau auf Dauer gegeben wäre. Wir werden hier also gehörig veräppelt. Dorin diskutiert so und die Senatsverwaltung so. Jeder so, wie es ihm passt. Im Kammerring könnte man darüber lachen. Aber hier ist das faule Politik und wir müssen darunter leiden und diese Politik kostet uns Jahr für Jahr viel Geld. Ein Planungsstopp genügt also nicht. Wir fordern von der neuen Berliner Koalition eine Wende hin zu einer nachhaltigen, menschengerechten und ökologischen Stadtentwicklung und Verkehrspolitik. Baustopp des 16. Bauabschnitts mit einem qualifizierten Abschluss an der Sonnenallee. Nicht nur ein Aussetzen der Planung, sondern Streichung des Bauvorhabens 16. und 17. Bauabschnitt der 100 aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030. Und die Entwicklung der für die 100 vorgesehenen Flächen, das können je nach Lage Grünzüge sein, Wohnungen oder auch Gewerbe. Wie findet ihr das? Hopp, 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 100 Stopp! Ich will hier auch keine
parteipolitische Werbung machen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es notwendig ist, diese und auch weitere Aktionen durchzuführen. Was eben richtigerweise gesagt worden ist, Verkehrsminister Dobrindt wird versuchen, dem neu gewählten Senat eine strategische Niederlage beizubringen. Er wird auf jeden Fall damit hausieren gehen, dass er sagt, hier sind Bundesmittel, wir haben sie eingestellt, Berlin fordert sie nicht ab. Es ist notwendig, nicht nur uns als überzeugte A120-Gegner, sondern auch andere davon zu überzeugen, dieses verkehrspolitische Projekt ist ein unsinniges Projekt. Das ist ein Autowahn, der da produziert werden soll. Also bitte keinen Druck nachlassen, auch wenn am Freitag der Verkehrsetat durchgewinkt wird von den Vertretern der Großen Koalition. Auch die Koalition hier in Berlin muss weiterhin die Rückendeckung der Bürgerinitiativen haben, damit sie dem Druck des Verkehrsministers nicht unterliegen und nachgeben. Ja, vielen Dank. Dann noch ein Hot-Hot-Hot.